Die Suche nach unverspurten Pulverschneehängen führt uns heute nach St. Antönien. Die linke blau-gelbe Flagge ist diejenige der Gemeinde Luzein, mit der St. Antönien seit Anfang 2016 fusioniert ist. Hinter dem Mond links ist der Slogan von St. Antönien Tourismus. Stimmt irgendwie. Von St. Antönien steigen wir ins Ascharinatal auf. Vor uns im Osten die Rätschenflur und in unserem Rücken die Schesaplana. Die Gemse sollte sich ihre Reserven für einen möglicherweise langen Winter aufsparen. Von uns hat sie nichts zu befürchten. Es ist Skitourensaison, nicht Jagdsaison. Drei Schiebergebiete des hintere Ascharinatal. Das 2289 Meter hohe Jecklischhorn, der 2370 Meter hohe Nollen und das 2411 Meter hohe Hasenflöhli. Zuerst geht es zum Jeggischhorn. Der Schnee glitzert neben der Aufstiegsspur, was auf eine gute Abfahrt hoffen lässt. Nicht nur die touristische Infrastruktur am Gipfel, sondern auch der Blick vom Gipfel sind beachtlich. Wie auf das Körnühorn mit seinen enormen Lawinenverbauungen und die Drusenflut direkt dahinter. Wir kehren zum Skidepot zurück und finden auf den 300 Höhenmeter Abfahrt bis zum Talboden, wie vermutet, recht gute Bedingungen vor. Hasenflühlis montieren wir wieder unsere Felle, steigen aber die 350 Höhenmeter zum Nollen empor, da wir dort bessere Schneeverhältnisse erwarten. Am Skidepot knapp unterhalb des Gipfels erleben wir den Frühling, angenehme Temperaturen und apres Südhänge. Vor dieser herrlichen Kulisse dürfen wir jetzt abfahren. Okay, dann probiere ich.
Nach zwei Bergen und knapp 1300 Höhenmeter Anstieg verzichten wir auf die 350 Höhenmeter Anstieg zum Hasenflügel und entscheiden mit der Abfahrt ins Tal, diesen schönen Skitag abzuschließen.